Oh nee. Ah ja. Dieses Gebiet war in letzter Zeit Mittelpunkt von illegalen Machenschaften. Machen Sie sich bereit, etwas Präsenz zu zeigen, Officer. Ich kann das übernehmen. Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Hier ist jemand verfügbar? Ja, Sigi. Ich kümmere mich darum. Ihre Karte hat jetzt neue Informationen zum Aufenthaltsort der verdächtigen Person. Oh, ich glaube, wir gehen schon richtig, ne? Nee. Ach, andere Seite. Na, das sagt er auch an. Nina, oh Mann, normaler Name. Ein rotes Hemd, blaue Jeans. Ich bin im Gebiet. Gewaffnet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Okay, zeig nochmal kurz die Karte. Könnten eigentlich erstmal geradeaus gehen bis zur nächsten Kreuzung noch. Was ich auch schon mal mache. Ich rüste schon mal den Elektroschocker aus. Und da vorne ist ein Graffiti links. Das machst du sehr schön. Die ist es nicht. Andere Seite wieder runtergehen. Ja, wir gehen die andere Seite runter bis zur nächsten Kreuzung und dann biegen wir links ab. Nichts. Viel Spielraum ist nicht da vorne die Ecke noch, aber die bewegt sich ja auch. Da drüben ist keiner. Fabius Pizza. Würde ich auch nehmen. Hä, wie hast du dich denn in den Stream geschlichen? Hä? Ja, hä? Aber auf jeden Fall, hallo Deta. Doof. Nicht ein Punkt hier bis jetzt, ja. Okay, hier kann sie nicht sein. Hallo, Officer. Es ist nicht viel Spielraum, es ist nur die Straße, wir können ja noch weiter runtergehen und da rein, mehr ist ja nicht. Das andere sind ja alles Gebäude. Hallo Kevin, grüß dich. Was meinst du, was ist öde, das Spiel an sich oder wo? Oder wenn man jemanden suchen muss. Das ist doch die falsche Person. Ja toll. Ach, leck mich am Arsch.
So eine Kack wirklich. So weit bin ich nicht einmal gekommen. Es ist schon... Ich habe die verdächtige Person verloren. Zum Opfer zurückkehren. Das ist irgendwie komisch manchmal, ne? Nee, wer hätte die vor mir gestanden, hätte mir der mir ja angezeigt, dass die Person flieht. Da ist jemand geflogen, das war aber eine andere Person. Das war eine andere Person. Das gibt's doch nicht, man hat mir meine Geldbörse geklaut. Rufen Sie die Polizei, bitte! Was, die Polizei? Nein, mit dem wir nichts zu tun haben. Tatsächlich können wir Ihre gestohlenen Habseligkeiten heute nicht wiederbeschaffen. Hier ist der Bericht in Bezug auf Ihr gestohlenes Eigentum. Die Gesetzeshüter sind in dieser Stadt keine große Hilfe. Also wenn du in einem bestimmten Umkreis von der Person bist, dann zeigt er dir das ja an, dass du da hinterher sollst. Und er zeigt mir an, dass er wer anders wegläuft und in ein Gebiet, wo ich nicht reinkomme. Pff. Ach, schön. Letztes Mal hat es ja sehr gut geklappt. Oder zweimal, ne? Da sind wir ins Gebiet gekommen und die war sofort schon da. Zockst du regelmäßig, Kevin, oder zockst du es nicht mehr? Oh, Tali, danke für den Lurk. Vielen, vielen lieben Dank. So, sind wir noch in dem... Ja, ja, klar, sonst hätte es uns ja angezeigt. Aber wir müssen wieder umdrehen, sonst sind wir aus dem Gebiet raus. Nee, nee, Vanetta, jetzt nicht. Diesmal nicht. Nee. Vanettachen, vielen lieben Dank für 30 BDs. Der dritte Mal heute schon. Heute ist aber wieder, ne? Sonntag, wa? Sonntag ist Bocktag. Nichts Süßes mehr. Ich habe noch Kekse, habe ich noch. Da fummel ich gleich mal rein. Da fummeln wir gleich mal drin rum. Aber ist nicht mehr viel. Nee, ach so, weil Muttertag ist. Ach so, weil Muttertag ist, macht man den Arm. Ja klar. Hm, warum nicht? Gehen wir hier komplett gerade rein ins Gebiet, ne? Sehr gut. Und da hinten an der Kreuzung können wir dann links abbiegen mal. Vielleicht kommt da noch ein Unfall rein oder irgendwie was. Handhabung einer Situation. Hier ist jemand verfügbar. Ich übernehme das. Die Karte hat jetzt neue Informationen zum Aufenthaltsort der verdächtigen Person. Es ist auch wieder nicht viel. Es ist meistens nur Häuser, die da sind. Schwierig. Einen Tag in der Woche muss ich ja mal nett sein. Sie ist immer lieb. Ich bin auch im Gebiet. Ja, ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Letzter Zeit. Braunen Anzug hat sie. Okay, unten links abbiegen dann. Orangefarbener Rock. Hey Officer, können Sie mir bitte weiterhelfen? Nope. Verdächtige Person, nämlich Polizei sieht, dann läuft die Person ja weg. Jetzt bin ich aber schon wieder raus. Vielleicht hier irgendwo mit bei? Ich weiß es nicht. Nee.
Zeig nochmal. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mittig von der Straße, über beide Seiten. Okay, hier ist sehr duster. Ey, ich will jetzt diese Person finden. Kann ich nicht zweimal eine Person nicht finden. Da vorne, aber die hat keinen braunen Anzug an und keinen orangen. Doch, das ist die. Aber brauner Anzug passt aber nicht so, ne? Halt, ich will sie nicht erschießen müssen. Erschießen. Halt, zwingen Sie mich nicht, meine Waffe zu ziehen. Sofort stehen bleiben. Denn halt so. Ich muss Ihren Ausweis sehen. Duran Mixia. Bitte sehr, Officer. Lassen Sie mich Sie bitte nach illegalen Gegenständen abtasten. Ich habe nichts getan! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Dass die immer alle weglaufen nochmal. Das nervt ein bisschen. Ich werde Sie abtasten für den Fall, dass Sie etwas Illegales mitführen. Aha. So. Sie haben sich Vollstreckungsmaßnahmen widersetzt. Vollkommen normal. Ich muss Sie festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Nein, bitte nicht, Officer. Nein. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Sehr gut. Die wartet denn da brav? Das ist nämlich eine gute. Ja, ja. Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Hier ist jemand verfügbar. Ich kümmere mich darum. Ja, Sichi. Kekse. Ich bin gut, vor Ort. Hier ich kümmere mich um den Unfall. Nee. So ein Kack wirklich. So duster hier. Oh Junge, hör auf damit. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe vergessen zu blinken. Es tut mir leid. Okay, ist in Ordnung. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Drogen? Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Okay. So, Nummer 1. Nummer 2. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Diese Person ist überraschend abgebogen. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Klar. Bitte sehr, Officer. Hä? Haben Sie sich alle die Haare gefärbt, die aber was? Ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Okay. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen.
Also der da vorne jetzt, die hier auch Haare gefärbt, dann ist das hier aber eine Verschwörung. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Diese Person ist ohne Blinker abgebogen. Das ist sehr gefährlich, Officer. Aber das geht doch vor ihr. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Wer? Ja, natürlich, Officer. Wer? Okay. Aber ist abgelaufen. Hier ist ein Strafzettel. Ich muss auch unbedingt mal Personalausweis machen. Das kostet Sie zwischen 500 und 100 Dollar. Seit Februar abgelaufen. Sie vermiesen mir den Tag. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Aber wir haben das Gebiet auf jeden Fall schon mal abgesichert. Das ist gut. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Okay. Ja, Fotos machen könnte jetzt schwieriger werden, ne? Gut, er zeigt es ja so. Okay, das hat nicht geklappt. Er zeigt es ja so auch an. Sieht halt so nichts auf der Straße. Okay, hier eine Bremsspur. Wie in der Unterhose. Sehr dunkel hier. Sehr dunkel. Die hat doch pinke Haare, das hat man gar nicht gesehen. Hier ist noch einer. Sehr gut. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Oh, wow, der ist wirklich ausführlich. Das war's. Klar. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Sie dürfen lieber noch eine Runde. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Mhm. Sie dürfen fahren. Mhm. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Gleich alle. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Stand. Alles klar. Hier ist Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Sie gehen nicht am. Aber die meisten gehen immer gleich ans Telefon, ne? Autounfall gebaut, schwer verletzt. Erstmal live gehen. Abschleppwagen. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Bitte? Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Was ist los, Baby? Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Ist sie voll? Ihre Schicht ist um. Natürlich. Das Live-Gehen denkt man auch den ganzen Tag, ja. Unfall bauen und erstmal ein TikTok-Video machen. Erstmal ein TikTok-Video machen mit dem Lied Oh no, oh no, oh no, 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 no. Es gibt Menschen, für die ist das lebensnotwendig, ja. Setz reit.
gestohlen! Ah. Oh. Erstmal ein Foto machen. Das ist so kacke mit dem Auswählen. Die Person hat die Straße unerlaubt überquert. Die Person flieht auch. Ach, wie kacke ist das denn? Guck dir diese Kacke doch an, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Mist, ist das doch. Wollt ihr gerade die Polizei rufen? Es war diesmal nicht möglich, ihre gestohlene Geldbörse wiederzubeschaffen. Hier ist ihr Bericht. Vielen Dank für nichts, Officer. Fuck you, Alter. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Du Penner. War 374? Hier? Ja. Jetzt haben wir 10 vor und hat er noch 9 angezeigt. Komisch. Okay. Müssen wir jetzt... ich musste noch mal eine Schicht machen. Okay, machen wir. Aber nur eine kleine. Von 15 Minuten. Weil ich will die Map dann wechseln. So. Wie schmeckt er? Ein bisschen salzig. War in der Dose immer was drin, was salzig war? In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Verstanden. Gehen wir mal rüber. Everybody can be a hero. Ist richtig. Prezeldog? Eine Prezeldog? Okay, Prezeldog ist super. Was haben wir da noch? 7 Up oder was? Mhm. Green Park. Snack Stop. Oh, 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 meine Liebe. Oh, 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 oh. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Sind Officer verfügbar, um eine verhaftete Person zum nächsten Revier zu transportieren? Ich übernehme das. Ich muss Sie wegen Umweltverschmutzung mit einem 25-Dollar Bußgeld belangen. So viel für so eine kleine Sache? Nee, Spaß, gibt wieder her. In Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Polizeirevier war da. Müssen wir ja wieder mit der Karre fahren. Nehmen wir wieder das E-Auto. Also ich glaube wirklich, das ist ein E-Auto. Bin mir nicht ganz sicher.
noch da. Guten Tag. Hey Partner, ich habe heute Fußstreifendienst. Ich überlasse dir also die verhaftete Person. Danke für die Unterstützung. Ja, doch. Warum kann ich mit einer Person an der Hand nicht rennen? Das verstehe ich nicht. Vorsicht, Ihr Kopf. Bitte kooperieren Sie und steigen Sie in den Wagen. Das war einer bockig. So, wir sind dort. Wir müssen hier hin. Alter, das Navi. Nee. Alles, was Sie sagen, kann und wird und nicht gegen Sie verwendet. Sie haben das Recht, auf einen kompetenten und unabhängigen Gericht zu sein. Sollten Sie sich leisten können, stellt Ihnen das Gericht. Hier ist das Polizeirevier. Wo führt das Navi mich hin? Das führt mich auf die andere Seite. Raus da! Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle in der Polizeidienststelle. Aha, das hat sich gereimt. Für Verkehrskontrolle angefordert. Können Sie das übernehmen? Wen unterwegs? Machen wir. Versuchen wir es nochmal. Letztes Mal hat es ja nicht mehr geklappt. Bleiben Sie vorerst. Bleiben Sie vorerst? Nackt. Ich wollte hundertprozentig nackt sagen. Bleiben Sie vorerst nackt. Ich kümmere mich später um Sie. Okay. Notfallunterstützung durch Officer angefordert. Bitte melden. Nee. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Ist richtig. Ich sag doch nichts dazu. Na, hör mal. Das ist schon wieder außerhalb vom Gebiet, ne? Ey, wenn das jetzt vorbei ist, ne? Ich warne dich, Spiel. Ich warne dich, wirklich. Ich zieh dir richtig einen über. Bin bei der Verkehrskontrolle angekommen. So, Winkerkelle. Jetzt macht er wieder einen. Bleib cool, du Pfeife. Bitte was? Ich? Ich? Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. So, anhalten. Routinekontrolle, bitte kooperieren Sie. Wie kann ich helfen, Officer? Ausziehen, ich meine aussteigen. Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Versicherungskarte fehlt. Sie bekommen ein Bußgeld wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. So viel für so eine kleine Sache? Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Hopp, hopp, hopp. Name who? Name who? Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Ja, das ist... Weiß nicht, wo Sie die Namen her haben. Das würde ich machen. Ich werde eine Probe nehmen, wo Sie die Namen her haben. Vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Das ist ein ganz komischer Name hier.
Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ja, dann sind, glaube ich, wieder fahren, ne? Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Gut. Boah. Warum fährt der nicht weiter? Ich verstehe es nicht, ne? Jetzt fährt die auch nicht weiter. Och, nee, das ist mir zu hoch. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Was machen die denn hier alle? Das ist das. Halt, stopp! Halt, Polizei! Hallo, Jan, Abend! Und Mahlzeit! Junge, das Spiel ist ja kaputt gegangen jetzt, oder was? Kann die Arme immer grün werden, dass hier ein bisschen Platz wird? Alter, gib mir so einen Sack jetzt. Hey, Junge. Hör auf zu piepen, der Fahrer ist schon längst weg. Warum fahren die Autos nicht weiter? Ach so, weil mein Auto im Weg stand, ne? Genau, ihr Pissköpfe. Wirklich, ey. Komm, fahrt jetzt alle durch hier. Alle Eiklöchen wegen Behinderung, ist so. Du kommst raus, Fräulein. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Sofort. Hier ist eine Lücke, rein da mit dir. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Okay, gut jetzt. Musst du bei Ihrem Namen direkt an ein Lied denken. An welches Lied denn? Who the fuck is Alice? Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. So, raus hier. Routinekontrolle. Bitte kooperieren Sie. Wie kann ich helfen, Officer? Haben wir schön Beat runterlegen, dann läuft das auf jeden Führerschein Fall. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Klar. Bitte sehr, Officer. Jan, wie sieht's aus für dich? Alles Bingo? Rasmussen. Bitte steigen Sie aus dem Wagen und treten Sie auf den Bürgersteig. Das ist nicht für... Okay. Okay. Bitte kooperieren Sie im Rahmen einer Routinekontrolle. Was kann ich tun, um zu helfen, Officer? Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Alles Bingo soweit. Heute Zelda angefangen. Echt nice. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Morgen besonders früh raus, Prüfen vorbereiten. Wann musst du? Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. 5:30. Oh ja. Ja. Humane Zeit. Weil stehst du sonst auf? Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie getrunken sind. Gut. 6:30. Das ist aber eine schöne Zeit, 6:30 aufstehen. Okay, das haben wir alles gemacht. Das sieht alles Bingo aus, ne? Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf.